Hast du auch das Gefühl, dass sowohl der Nahbereich als auch der Fernbereich nie so wirklich hundertprozentig scharf ist und irgendwie alles so, ja, unklar ist? Lass mir eine Sache sagen, dann hast du wahrscheinlich eine Hornhautverkrümmung. Und diese Hornhautverkrümmung lässt sich wirklich in 0, nichts verbessern, ohne gefährliche Laseroperation, irgendwelche Brillen oder irgendwelche anderen Eingriffe. Ich zeige dir, wie du es ganz natürlich schaffst, mit ganz einfachen Hilfsmitteln deine natürliche Sehkraft zu verbessern. Mit dem ganz klaren Ziel, dass du A, wieder komplett messerscharf sehen kannst und zum anderen, dass du komplett auf deine Brille verzichten kannst. Und damit herzlich willkommen hier zum heutigen Video. Mein Name ist Patrick Richter. Ich bin Augentrainer, ich bin Sehtrainer und ich helfe erfolgreich Menschen dabei, ihre Sehschwäche zu verbessern, mit dem Ziel, eben ihre Brille loszuwerden und natürlich auch langfristig ihre Augengesundheit zu schützen und zu verbessern, ja? Denn der erste Schritt ist natürlich, die Sehkraft zu verbessern. Aber langfristig wollen wir natürlich auch unsere Sehkraft schützen, ja? Wir wollen eben nicht mehr davon abhängig sein, wieder auf eine Brille angewiesen zu sein. Und deswegen gibt es eben das Augentraining, wo ich dir genau verrate, was du genau machen musst, damit du eben entsprechend langfristig von dem Augentraining profitierst. Und wie gesagt, wenn du eine Sehschwäche hast, es gibt ja Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit. Heute wollen wir uns mal konkret auf die Hornhautverkrümmung konzentrieren, denn tatsächlich habe ich gemerkt, dass es immer mehr Menschen gibt, die auch eine Hornhautverkrümmung haben. Ja? Denn ich habe zuletzt mit einem Teilnehmer gesprochen, dass er schon sehr lange eine Hornhautverkrümmung hat und ihn das wirklich sehr belastet. Und falls du da bei dir auch Parallelen siehst, unterhalb des Videos habe ich mal die Möglichkeit gegeben, wo du dich eintragen kannst zu einem Termin, wo wir mal gemeinsam sprechen, in einem 20-minütigen Gespräch, wo wir herausfinden, okay, was hast du für eine Sehschwäche und kann ich dir überhaupt mit Augentraining, mit der Mehr-Sehkraft-Methode weiterhelfen, ja? Wenn dich das interessiert, wie gesagt, unterhalb des Videos findest du dazu den Link. Und dieser Teilnehmer hat mir eben entsprechend davon berichtet, dass er wirklich das sehr große Problem hat, dass er sowohl in der Ferne als auch in der Nähe nichts erkennen kann. Und das ist tatsächlich sehr, sehr intensiv ausgeprägt. Und er war auch schon mal Optiker beim Augenarzt. Eine Laseroperation tatsächlich kam nicht mehr in Frage, weil er schon zu alt ist. Und deswegen habe ich gesagt, okay, lass uns doch einmal mal gucken, wie stark deine aktuelle Sehschwäche so ist. Wie hoch ist denn deine Hornhautverkrümmung? Und dazu zeige ich dir mal hier dieses Beispielbild. Dieses Bild kannst du auch jetzt mal gerne pausieren. Da kannst du sehen, ob du eine Hornhautverkrümmung hast und wenn ja, wie intensiv sie ist, ja? Denn diese Striche sind tatsächlich alle gleich lang, gleich dick, gleich breit, ja? Aber falls du da jetzt einfach mal dickere Balken siehst, ja, dann weißt du, okay, auf dieser Achse hast du eine Hornhautverkrümmung. Es gibt auch noch einen zweiten Test, falls der erste jetzt nicht so eindeutig war. Kannst auch noch mal gucken, das sind vier Kreise, die sind auch alle wirklich gleich, ja, du kannst auch, wie gesagt, da auch noch mal das Video pausieren und einfach mal den Kopf so ein bisschen neigen auch, dann wirst du sehen, dass durch diese Perspektivwechsel sich diese Balken auch verändern. Das kannst du auch mit dem anderen Sehtest auch noch mal machen, also spul da gerne noch mal zurück und prüf das auch noch mal, indem du den Kopf mal ein bisschen bewegst, ja. Und da war es tatsächlich sehr, sehr eindeutig bei dem Teilnehmer. Der hat wirklich gemerkt, das sind richtig große, dicke Balken. Und da habe ich gesagt, okay, lass uns doch einfach mal schauen. Und ich habe mit ihm einen 4-Wochen-Plan gemacht, wo wir genau gezielt diese Sehschwächen versuchen zu reduzieren. Und ich habe dabei tatsächlich alle drei Bereiche des Augentrainings, also alle drei Säulen, mit einbezogen. Also ich habe ihm einen Ernährungsplan geschrieben, ich habe ihm einen Trainingsplan geschrieben und natürlich der dritte Schritt, das ist dann Eigeninitiative im Prinzip auch von dir sehr wichtig, dann welche Gewohnheiten habe ich? Und da habe ich dann tatsächlich den ersten Punkt schon gesehen, okay, wenn ich sehr, sehr viel Zeit vor Bildschirmen verbringe, ist tatsächlich so, nicht nur, dass ich eine Kurzsichtigkeit entwickle, sondern auch tatsächlich sehr schnell eine Hornhautverkrümmung. Ich möchte es dir ganz kurz mal erklären, damit du es dir leichter vorstellen kannst. Und zwar musst du dir vorstellen, unsere Hornhaut ist quasi das hier vorne, ja? Diese durchsichtige Schutzschicht, die schützt unser Auge im Prinzip davor, dass äußere Einflüsse unser Auge nichts anhaben kann, dass es nicht so leicht beschädigt ist. Du musst dir vorstellen, jeder dieser Muskeln, ja, zieht an unserer Hornhaut. Und wenn du jetzt eine Verspannung hast, also gerade wenn du viel Zeit, wie gesagt, vom PC im Nahbereich bist, die Augen sind die ganze Zeit angespannt, versuch du mal die ganze Zeit einen Körperteil von dir anzuspannen. Ja, du wirst merken, dass irgendwann das wehtut, dass es irgendwann zu Verspannungen kommt. Und dadurch, dass aber unsere Hornhaut leicht verformbar ist und die ganze Zeit hier dieser Augenmuskel dran zieht, hat sich eben diese Hornhaut sehr stark in diese Achse verzogen. Ja, und dadurch entsteht, wie gesagt, eine Hornverkrümmung, ist halt, sagt der Name ja schon, eine Verkrümmung der Hornhaut. Und jetzt müssen wir versuchen, mit Augentraining unsere Augenmuskeln zu lockern, diese Verspannung zu lösen, damit entsprechend diese Hornhaut wieder in den Normalzustand gerät. Diese Übung möchte ich dir gerne jetzt auch mal zeigen. Ist sehr intensiv, die Übung natürlich. Es gibt dazu zwei Teile. Einmal sehr einfach, deinen Daumen nehmen, sehr, sehr nahe Abstand. Also wir versuchen ja die Verspannung zu lösen. Deswegen versuchen wir einfach den nahen Abstand zu nutzen und dann gehst du einmal komplett alle Richtungen ab. Also wirklich die horizontale und auch die vertikale Richtung, dass du wirklich mal im absoluten Nahbereich deine Augen bewegst, ja, auch mal die schrägen Achsen mitnehmen und du wirst merken, in irgendeiner Region wirst du Schmerzen spüren, ja, und der Region, wo du Schmerzen spürst, kannst du natürlich auch sehr einfach rausfinden, indem du einfach mal dein Auge so kreist und wenn du sagst, okay, ah, hier tut's weh, da zieht es,
dann weißt du, okay, auf dieser Achse zum Beispiel hast du Verspannungen und die, merkt dir am besten die Schmerzen, auch wenn sie blöd sind, die versuchen wir in den nächsten Tagen und Wochen zu lösen und du wirst schon nach wirklich wenigen Tagen merken, dass diese Verspannungen weniger sind und wahrscheinlich irgendwann so schaffst du im Nahbereich, okay, das funktioniert ja total einfach, total geschmeidig. Auch das wirst du schaffen, wenn du mit dem Augentraining beginnst, ja. Und der zweite Schritt ist das tibetische Rad. Das ist eine sehr, sehr coole Sehtafel, die du nutzen kannst, aber ich empfehle tatsächlich, das nicht mit ungeübten Augen zu machen, weil, wie gesagt, wir arbeiten da auch im absoluten Nahbereich. Denn die meisten schaffen es wirklich nicht beim ersten Mal. Ja? Und selbst wenn du es jetzt sagst, okay, meine Challenge ist das jetzt zu schaffen, dann kann ich dir versprechen, dann wirst du das wahrscheinlich nicht hundertprozentig richtig gemacht haben, weil das wirklich sehr, sehr intensives Augentraining ist. Ich verlinke dir das gerne mal hier, habe ich das mal vorgestellt, das tibetische Rad ist, wie gesagt, sehr, sehr intensiv. Würde ich dir, wie gesagt, nicht empfehlen, wenn du keine trainierten Augen hast. Ja? Aber damit, diesen beiden Methoden, kannst du deine Sehkraft verbessern, deine Hornhautwirkung schützen. Und natürlich, ich habe ja noch versprochen, den zweiten Teil, die Ernährung. Sehr, sehr wichtig. Ich habe Omega-3 aufgeschrieben, weil wir haben heutzutage einen Omega-6-Spiegel, der deutlich höher ist, als unser Omega-3-Spiegel ist. Jeder, der sich damit mal beschäftigt hat, es gibt gute Fette und schlechte Fette, ja. Und wir müssen ungefähr auf selbe Level sein, ja. Wie wenn wir jetzt zum Beispiel eine Pizza essen, da ist Omega-6 drin, ungesunde Nährwerte. Also müssen wir das wieder versuchen auszugleichen mit gesunden Lebensmitteln. Und das kannst du zum Beispiel entweder mit, wie gesagt, gesunden Lebensmitteln machen, mit Fisch zum Beispiel hat sehr viel Omega-3 oder du kannst auch Supplements nehmen, das hat natürlich höher dosiert und du musst jetzt nicht irgendwie was essen, was dir vielleicht nicht schmeckt oder so, ja. Und deswegen versuchst du auch immer den Level auch auszugleichen, ja. Es hilft dir unglaublich, aber natürlich auch Vitamine wie Vitamin A oder C hilft dir, deine Sehkraft zu verbessern und auch langfristig zu schützen, ja. Das sind natürlich diese elementar wichtigen Vitamine, die du natürlich dann im Augentraining noch mal detaillierter gezeigt bekommst, was es damit auf sich hat, zum Beispiel Ascorbinsäure, häufig gesagt, das ist das Vitamin C, ist es aber nicht, ja, das kann ich dir auch gleich sagen, also Ascorbinsäure, wenn du davon irgendwas hast, kann ich dir nicht empfehlen, also es ist kein Vitamin C in natürlicher Form, sondern zum Beispiel Acerola-Kirsche, das ist reines Vitamin C, das kannst du zum Beispiel nutzen, um deine Sehkraft und auch deine Gesundheit zu schützen und zu verbessern, ja. Und zuletzt auch der dritte Schritt, deine Gewohnheiten entsprechend anpassen, versuchen, okay, kann ich irgendwo meine Bildschirmzeit reduzieren oder, wichtig ist mir immer, nicht, man muss auf nichts verzichten beim Augentraining, sondern vielleicht einen Ausgleich suchen. Ja? Habe ich vielleicht nachmittags Zeit, gehe ich vielleicht mal in den Wald spazieren, gucke häufig mal in die Ferne, beobachte vielleicht mal den Himmel, die Bäume, was auch immer. Ja? Das hilft dir dabei, für ein bisschen Ausgleich zu sorgen und es hilft dir dabei, deine Sehkraft zu schützen und zu verbessern. Und tatsächlich war es in diesem Fall, wo der Teilnehmer so hoffnungslos war und gesagt, okay, oh, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, und nach 4 Wochen tatsächlich genau das Gegenteil. Und es war so schön mitzuerleben, wie ja wieder Lebensenergie da ist, wieder die Freude dabei ist. Und einfach auch da merkt man auch gleich, die Lebensqualität ist eine ganz andere. Ja? Ohne Brille zu leben, nicht mehr davon abhängig zu sein, sich irgendwie einzuschränken, hat natürlich viel mehr positive Vorteile, als dauerhaft auf die Brille angewiesen zu sein. Und wenn du ähnliche Erfolge erzielen möchtest, vielleicht das Augentraining interessiert, wie gesagt, unterhalb des Videos habe ich dir mein Beratungsgespräch verlinkt. Dort kannst du diesen kostenlosen Termin buchen. Ja? Und dann sprechen wir einfach mal, gucken gemeinsam, ob das Augentraining auch für dich Sinn macht, ob ich dir da helfen kann. Und dann würde es mich wirklich sehr freuen, dich einmal persönlich kennenzulernen. In diesem Sinne würde ich mich auch noch freuen über einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.